Hi Leute, neues Video, neues Thema und uiuiui, was ist denn hier los? Das Becken sieht ja schrecklich aus, da müssen wir uns jetzt aber erstmal drum kümmern. Aber ich habe da für euch einen tollen Trick, wenn ihr schon mal wissen wolltet, wie ihr am einfachsten euer Aquarium sauber halten könnt. Ihr nehmt einfach eure Hand, ganz normal, haltet sie dann so übers Becken mit der Handfläche zum Aquarium und wischt einmal so runter. Und zack, Problem gelöst, Becken sauber. Gut, mit dem eigentlichen Problem aus der Welt geschafft, können wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen und uns mal über das Becken wieder unterhalten. Was gibt's so Neues zum 3-Meter-Becken zu erzählen? Danach sprechen wir natürlich auch wieder wie immer über das YouTube-Becken. Aber wir beginnen wie immer mit dem 3-Meter-Becken und schauen mal, was gibt's Neues. Und es gibt Neues zu erzählen, es gibt Positives und Negatives. Wir fangen erstmal wie in der Schule mit dem Positiven an. Und dabei würde ich als allererstes bei den Korallen gerne beginnen, denn die stehen im Allgemeinen mittlerweile viel, viel besser. Sie sehen deutlich erholter aus, sie sind plüschiger, sie wachsen auch deutlich, wie ihr hier auf der Aufnahme zum Beispiel seht. Alles, was blaue Spitzen sind, sind so in den letzten 2, 3 Wochen neu gewachsen. Also den Korallen geht es grundsätzlich viel besser als vorher. Ich habe kaum Tote, aber wie ja schon eingangs erwähnt, es ist nicht alles super. Aber nichtsdestotrotz bin ich erstmal sehr zufrieden, wie die Korallen so im Allgemeinen stehen. Sie sind plüschig, sie zeigen gute Polypen. Sie wachsen vor allem, gerade hier auch bei dem Bild der Enzmann, sieht man sehr gut diese helleren Spitzen unterhalb, links und auch ganz oben. Das ist alles frisch gewachsen. Gerade die Enzmann, die wächst gefühlt täglich 1 Millimeter. Ganz so extrem ist es natürlich nicht, aber die entwickelt sich wirklich gut. Aber ihr habt ja auch schon im Hintergrund so ein bisschen gesehen, nicht alle sind ganz optimal. Es gibt auch diese Bilder hier, da sieht man links, dass doch ein ganzes Ende abgestorben ist und rechts bei der Koralle sieht man diesen braunen Bereich. Da habe ich tatsächlich mit meinen Tests ein bisschen übertrieben gehabt, leider, und ein wenig zu viele Aminosäuren ins Becken gegeben. Das hat sich zusammen mit Sangokai nicht gut verhalten. Mein Fehler, ich weiß wenigstens, woran es liegt. Ich habe es abgesetzt und ich denke, dass ich die Reste, die jetzt noch zu sehen sind, die nicht tot sind, auch retten kann. Unter anderem hatte ich ja im letzten Video auch schon angekündigt, dass ich ein paar Testkorallen einsetzen werde. Die gelbe, die ihr hier seht, das ist solch eine Testkoralle. Der geht es grundsätzlich offensichtlich ziemlich gut und das jetzt schon seit einem ganzen Monat. Also ich glaube, das wirklich Schlimmste habe ich überstanden, aber ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher und warte noch ein bisschen mit dem weiteren Besatz, bevor wieder, ja, weitere Korallen ins Becken einziehen werden, aber grundsätzlich auf dem Weg der Besserung, das kann man definitiv sagen. Hier dazu passend nochmal ein kleines Bild meiner Chalice. Ihr seht ganz klar, das, was am Gewebe direkt so über den Stein unten gewachsen sind, und das ist deutlich über 1 Zentimeter, wohl eher so Richtung 3 Zentimeter, ist in den letzten 3 Monaten gewachsen, seitdem ja das neue Becken denn überhaupt erst steht. Und das finde ich ist ein Ergebnis, das sich absolut sehen lassen kann. Chalice und LPS wachsen nun allgemein nicht so schnell, aber wenn man denn doch so ein Ergebnis hier sieht, dann macht es schon ziemlich stolz und freut mich, dass in dem Becken halt auch ein paar gute Sachen zu vermelden sind. In den letzten Videos hatte ich euch ja auch immer wieder erzählt gehabt, dass die Fische unter Pünktchenkrankheit etwas leiden. Das hat sich weiterhin gebessert. Es ist auch heute noch nicht hundertprozentig raus. Ich habe die zweite UV-Anlage, die immer rechts stand, mittlerweile aber abgebaut und es wird Tag für Tag besser. Mittlerweile hat nur noch die kleine Dori und der Weißkehl ganz minimale Stellen, wo ein paar Parasiten sie doch noch befallen haben. Aber das sind pro Fisch 3, 4 Pünktchen. Das ist gar nicht mal der Rede wert und die letzten werden sie auch noch bekämpfen. Und demnächst erwarte ich auch hier die Fische alle gesund zu haben und pünktchenfrei zu sein. Ansonsten entwickelt sich der Fischbesatz prima, alle geht's gut, alle wachsen, auch teilweise sichtbar, für mich zumindest. Die Flossen werden immer schöner, gerade beim Nasu mag ich ja diese langen Fäden an der Schwanzflosse, genauso bei den beiden kleinen Kaisern. Das ist wirklich, ja, das freut mich auch riesig, dass die Fische sich so gut entwickeln. Apropos sich gut entwickelnde Fische, ich hatte euch in den letzten Videos auch mal gezeigt, dass die Caudernis ein bisschen Nachwuchs hatten. Die habe ich mittlerweile alle aus dem Hauptbecken rausgefangen und ins Technikbecken runtergesetzt. Entschuldigt bitte, dass der Boden hier so dreckig ist im Technikbecken, aber das geht schneller, als man gucken kann. Und es sind insgesamt 7 Stück, die ich zähle, die immer noch leben. Ich füttere sie nicht gezielt zu, sie überleben einfach so im Becken, was für mich auch ein gigantisches Kompliment der, ich nenne es einfach mal Natur oder der Biologie vom Becken für mich ist, denn
offenbar finden sie genug Fressen, was wirklich ein gutes Zeichen ist. Und dass so viele durchkommen vermutlich oder zumindest so lange schon leben, ohne dass ich was dafür tue, ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe noch eine weitere tolle Nachricht. Es gibt nämlich noch mehr Nachwuchs. Ja, in der Aufnahme ist die Scheibe bewusst noch dreckig an der Stelle. Aber all das hier, was ihr seht, die ganzen kleinen weißen Punkte, das sind kleine Schnecken. Alles Nachwuchs. Ich hätte gar nicht erwartet. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, so schlagartig. Aber es sind wirklich viele und man sieht auf dem Glas dann zwischen den Algen noch sehr gut die kleinen Schneckenspuren, wo sie denn so lang gefressen haben. Und wenn wir den Blick noch ein bisschen übers Becken weiterschweifen lassen und vor allem eben auch an die Rückscheibe gucken, dann sind das doch wirklich, wirklich arg viele. Und es freut mich auch hier wieder, dass das Becken so eine gewisse positive Biologie ausstrahlt und ich hiermit sehen kann, okay, es funktioniert grundsätzlich irgendwie in dem Becken alles und die Tiere vermehren sich und ich würde mich gigantisch freuen, wenn hier wirklich auch bei den Schnecken ein Großteil des Nachwuchs durchkäme. Ansonsten ist in den letzten Monaten in dem Becken nur das sich netz mal übliche so passiert, was man eben immer in solch einem Aquarium so macht. Beispielsweise links die Gorgonien stehen ein bisschen anders, genauso wie die rechts die beiden Gorgonien. Die sind mittlerweile geklebt und eben an diese Stellen gewandert. Auch ein paar andere Korallen sind ein bisschen umgezogen. Und abgesehen davon, wie gesagt, läuft's gut. Ein Punkt, aber das wollte ich ja sagen, beziehungsweise habe ich ja schon kurz angesprochen gehabt. Es ist nicht alles optimal. Ich habe ein neues Präparat ausprobiert. Dazu bekommt ihr auch noch zukünftig ein Video. Ich habe versucht, Aminosäuren zusätzlich zu geben, weil ich damit im Allgemeinen gute Erfahrungen gemacht habe. Und das YouTube-Becken reagiert darauf sehr, sehr positiv. Aber im großen Becken habe ich es dann wahrscheinlich mit der Dosierung etwas zu gut gemeint, beziehungsweise bin zu schnell an die Empfehlungen rangerutscht, wodurch dann einige Korallen von unten her eingebraunt sind, ganz stark. Und dann schlussendlich an diesen braunen Stellen auch abgestorben sind. Dieses kurze Stück Video habe ich euch dazu ja schon gezeigt gehabt. An der rechten Koralle sieht man diesen braunen Stamm. Der wirkt auch schon ziemlich tot mittlerweile, aber so stark braunt die Koralle dann an den betroffenen Stellen einfach ein. Das geht auch ziemlich schnell, man kann da noch wenig gegen machen. Ich habe die Dosis mittlerweile stark reduziert, aber die Stellen, die betroffen waren, nun ja, die seht ihr ja selber, die sind dann eben doch abgestorben. Bisher noch kein Tiertod, sondern eben nur einzelne Stellen. Das wird sich auch wieder regenerieren, bin ich ziemlich sicher. Und ja, Fehler machen wir alle und so lernen wir dazu. Und für euch gibt es zukünftig damit immerhin weitere Videos. So viel also an Infos für euch vom 3-Meter-Becken. Ich denke, es ist soweit aber ganz ansehnlich, was damit passiert ist. Und ich denke, die Entwicklung wird weiter positiv verlaufen von hier an. Gehen wir also mal weiter zum YouTube-Becken. Und ach Mann, was denn hier? Schon wieder die Scheibe algig. Aber wir haben ja zum Glück gelernt, wie es geht. Wir nehmen einfach unsere Hand und wischen einmal von oben nach unten drüber und schon ist das Glas sauber. Nochmal Glück gehabt. Kommen wir also zum YouTube-Becken. Was gibt's denn hier so Neues zu erzählen? Beginnen wir doch einfach mal am Anfang und sagen schon mal, dass das Becken weiterhin genau das tut, was es immer tun sollte und wofür es eigentlich gedacht war. Es ist einfach da, es funktioniert absolut komplikationsfrei, es sind kaum irgendwelche nennenswerten Probleme mit dem Becken, aber es gibt natürlich welche und insgesamt, die Tiere wachsen gut, sie stehen gut jeden Tag und das Becken ist pflegeleicht, genau so wie es eben sein sollte. Ihr seht auch schon rechts auf dem Kühlschrank einen ganzen Schwung an Produkten, die teste ich gerade, zwar nicht alle gleichzeitig, aber teilweise dann, naja, nacheinander. Und da gibt es eine ganze Menge für euch zu sehen bei in zukünftigen Videos. Da sich meine Goniopora im großen Becken nicht so richtig schienen, gut fühlen zu schienen, wie auch immer, habe ich sie ja auch jetzt ins YouTube-Becken verfrachtet. Wie ihr sehen könnt, besonders perfekt steht sie auch hier noch nicht, aber man sieht ganz leichte Ansätze vom Polypen. Und was nicht ist, kann ja noch werden und sie steht immerhin nicht schlechter als im 3-Meter-Becken. Und damit hoffe ich einfach, dass sie in dem kleinen Becken jetzt vielleicht nochmal aus sich rauskommt und ein bisschen besser dastehen wird. Gonioporas sind da immer so ein bisschen eigene Tiere, aber vielleicht in einem späteren Video mehr dazu.
Ansonsten, die Korallen, denen geht's gut. Sie wachsen, teilweise wachsen sie schon fast zu schnell. Hier die beiden Weichkorallen. Gerade die untere ist mittlerweile so groß, dass sie teilweise, je nach Tageslaune, links die grüne Caulastrea komplett überwächst schon oder beziehungsweise überragt. Und da muss ich unbedingt sie demnächst mal rausnehmen und ein paar Ableger von machen. Die obere Weichkoralle wächst genauso super und die werde ich wahrscheinlich auch bald wieder klein machen müssen. Aber die hat noch ein bisschen Zeit zum Wachsen. Abgesehen davon geht es natürlich auch den Euphilias oben soweit super. Die oben rechts, die wird mittlerweile wirklich zu groß. Ich muss mich echt mal dazu aufraffen und Ableger machen. Und ja, Mario, ich höre dich. Ich sehe auch jetzt schon deinen Kommentar. Du bekommst auf jeden Fall eine reserviert davon. Und es gibt noch mehr gute Neuigkeiten. Nach 2 Jahren in meinem Besitz könnt ihr unten hier endlich mal sehen, wie der Nemo zwischendurch aus der Anemone rausschaut. Momentan schwimmt er noch sehr viel Zeit des Tages unter der Anemone und nicht in der Anemone. Aber er hat sie endlich angenommen und er lebt grundsätzlich, ich nenne es mal lieber an der Anemone, auch wenn er denn teilweise schon reingeht. Der große von beiden Nemos mag das noch nicht so richtig, der ist da sich noch nicht so sicher reinzugehen in die Anemone, aber auch das wird noch. Und nach 2 Jahren endlich der einzige oder der Hauptgrund, warum ich noch Nemos habe. Und ich muss nochmal die Tunze-Strömungspumpe ansprechen. Seit ich das Becken gestartet habe, habe ich sie nicht ein einziges Mal gesäubert. Und das sieht man der Pumpe auch an. Sie sieht schrecklich aus. Aber sie leistet immer noch erstaunlich viel Leistung. Also viel Power, ja. Es geht immer noch so viel durch. Und ich muss mich auch da unbedingt hinsetzen und sie zwingend sauber machen. Aber es ist absolut beeindruckend, wie lange diese Pumpe ohne Wartung einfach ihren Job macht, ohne Probleme. Aber wie man hier auch schon auf dem kurzen Videostück sehen kann, nicht alles ist gut. Da sind eine ganze Menge Kugel- oder Blasenalgen. Und wenn man sich das restliche Becken so genauer anschaut, dann sind doch sehr, sehr viele davon in allen Ecken und Kanten vom Becken verteilt. Das ist ein Riesenproblem für mich mittlerweile. Es sind 2 Perknon-Krabben drin, es ist eine Mitrax-Krabbe drin. Ich werde nicht wirklich Herr darüber. Ich meine, sie machen noch kein Problem, außer unschön aussehen. Aber ich werde mir langfristig irgendwas überlegen müssen, um sie eindämmen zu können. Und in dem Zusammenhang auch gleich noch eine Frage an die anderen Erfahrenen an euch. Was ist das für eine Alge? Denn die macht sich auch breit und ich sehe, die wird von vielen anderen Tieren bei mir nicht gefressen. Es ist definitiv keine Cyano. Hier seht ihr sie nämlich nochmal ein bisschen näher. Sie ist so buschig und ja, sie wird weder von den Igeln noch von Schnecken oder irgendeiner Krabbe gefressen. Und bisher wächst sie ganz munter, nicht extrem schnell, aber man sieht schon, sie wächst und es wird nicht weniger. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das für eine Algenart ist. Das würde mir bestimmt helfen. Das soll es aber auch gewesen sein für dieses Video. Und während ich euch hier noch mit den letzten paar Bildern allein lasse, wie ihr sehen könnt, wie so eine Muschel denn gerade mal, ich nenne es gerne, niest, hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht und gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, oder einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat, dann weiß ich besser, was ihr mögt und was nicht. Ansonsten sehen wir uns doch genauso hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!